Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir wieder die illusionäre Dunkelheit betreten mit diesen Leuten hier im Schlepptau. Und wir haben die Tür von Leia benutzt und haben gegen Akira gekämpft. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gegen Leias Schatten kämpfen. Nehme ich mal sehr stark an. Also los. Ab geht's. Zack. Unsere Leia ist viel hübscher. Es kommt immer die Schulmusik. Oh Gott. 128 werden die immer stärker. Irgendwie werden die immer stärker, habe ich so Gefühl. Meine Nase. So, dann. 806. So, komm her. Mir wird der Angriff. Mein Gott. Nein, jetzt bufft die sich hoch. Nix da. Die hat ihren Stab aktiviert, was? Nein. Wie schnell ihre Dings einsetzen, ihre Grenzüberschreitung, ihren. Ja, Grenzüberschreitung. Oh Gott. Hey, du hast doch nur den ersten getroffen. Er wird mich doch nicht töten, oder? Ne. Unsere Leia kann auch buffen. Was sagst du dazu? Zu gegen irgendwas schwach? Nö, du bist aber gegen Resistenz. Voll viele Sachen. Gegen voll viele Sachen resistent, meine ich. Ich kann nicht sprechen. Ja. What? Wie? Wie? Renn mal. Hier, sag. Sehr gut. Ich finde das sehr gut. Wie fliegen. Und zack. Ich weiß die Angriffe von Leia nicht aus, wenn ich hier nicht mit der verbunden bin. Ja, geh da rein. Verdammt. Also früher hat er noch mal Schaden gemacht, oder bin ich mir nur ein? So. Okay, vielleicht von Ludgar hier Psychic Restoration wahrscheinlich nicht, aber von Dingens macht auch Schaden hier von Elvin. Warte mal, ich habe eine Idee. Gib mir mal, weiß ich nicht. Zufluchtsstätte, damit ich nicht immer wechseln muss. Da können wir sie auf Kommando immer verbrennen. Sehr gut. Auch nicht schlecht. Oh man, ich verrecke gleich, wenn das so weitergeht. Darf ich nur nicht nach unten drücken, weil da jetzt ja Elvin eine Attacke hat. Und zack. Es kommt der Lugernaut. Sehr gut. Und da kommt sie runtergefallen. Los, das Höllenrest da ein. Sehr gut. Alvin benutzt Höllenrester. Es war sehr effektiv. Die gegnerische Leia ist verbrannt. Sehr gut. Muss ich mir merken. Ja, auch blöd. Ne? Da kann ich irgendwie schon ein ganzes Spiel machen. Jetzt mache ich mir halt erst zunutze. Ich glaube, das nennt man Competitive Play. Verbrenn mal. Sehr gut. Das beschleunigt die Sache ein bisschen. Oh, was? So, da bist nicht gegen Wasser. Also komm her, Bams. Wie Abwehr. Ich dachte nicht. Aber mach mal den Rest des Pass. Dann können wir mal die Mission hier machen für Fenmont. Wir haben jetzt ein Horn des Einhorns. Wasser kommt natürlich wieder. Irgendeine. Hilfe. Ich kann mich mal heilen, genau. Na komm, ich kann das ab. Oh nein.
Evan. Oh nein. Sehr gut. Oh nein. Wer wird davon getroffen? Ihr seid doch auch blöd, ne? Steht alle da. Boah, ich hab die gerade alle geheilt. Oh. Was, jetzt haben die jetzt schon wieder eingesetzt und treffen die da nichts. Typisch. Elvin, setz Höllenfeuer ein. Zwei Höllenröster. What? Wie ausgewichen. Voll verwirrt jetzt mal. Die bekommt eins abgezogen, wenn es am Boden liegt. Was soll das? Möchte ich aber auch haben. Ich setze nicht First Eid und irgendwie so ein. So. Ha. Höllenröster, bitte. Der wird jedes Mal dadurch verbannt. Das finde ich so gut. Wäre ich gut, dass ich kämpfe jetzt alle im Griff habe immer. Ja, schon irrsinnig lange her, ich im Kampf richtig frei bin. Außer beim Xenabronk. Xenabronk. Oh nein. Nächster. Sehr gut. Zack, so. Geh weg. Oh, geh weg. Nein. So, wollte schon sagen. Geh weg. Nein, diese Luftkämpferin, stimmt. Der macht das nichts, ey. Kommt einfach zu mir hoch und haut mich kaputt. Jawohl. Das war sehr effektiv. Verdammt. Und ich. Du bist dagegen resistent. Leck mich. Oh nein. Oh nein. Bist schon wieder gebufft oder was? Warum ist das so viel ab? So, verbrennen, danke. Sehr gut. Ja, okay. Wird wohl nichts damit, dass Leia das allein beendet. Okay, fast gar nichts abgezogen. Oh Mann. Oh nein. Geh weg. Elvin, zünd sie an. Zünd sie an, Elvin. Sehr gut. Zünd sie an. Verdammt. Was macht die da? Die macht uns voll fertig, ey. Verbrennen sie. Ich krieg sie nicht zu fassen, ne? Bist du eigentlich Leia steuern, ne? Oh, egal. Immer gerade so riskant. Ich möchte jetzt nicht noch verrecken. Das ist noch viel. Okay. Das ist mir zu viel. Evan? Nein. Ein wildes Elvin gehorcht mir irgendwie nicht. Das ist doch cool, sehr gut. Oh, wir ziehen verdammt wenig ab. Sie hat wahrscheinlich die ganze Zeit Barriere an, ne? Deswegen zieht er so wenig ab. The Heavens, Dish. Verstehen wir nur der Heavens, mehr nicht. Da ist nicht mehr. Ich muss sagen, wenn sie sich jetzt geeilt hat, ne? Ah, schade, beinahe mit dem Dings geschafft. Mit dem Mystic Art von Leia.
jetzt vollgebracht. Verdammt! Ich drück die ganze Zeit 1 und X. Da kommt irgendjemand und haut dir eine rein. Ja, und wir wieder nichts bekommen. Wie hatte Gaius bis jetzt die beste Beute von diesen Bossen? Ah. Alte Glocke, verdammt. Beide hätten wir uns für 50 irgendwie was geholt. Na gut, dann. Wir können zum Eingang. Kannst ja auch Nein wählen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Kaufen wir uns mal irgendwas. Aber ich möchte gerne speichern vorher. Wer weiß, was das ist. Und wir sind Level 124. Sehr gut. Läuft. Ich gehe immer da rein. Immer. Oder nee, wir geben erstmal halt von des Einhorns ab. Wird wahrscheinlich auch irgendwie eine etwas längere, weil nicht Cutscene kommen. Also gehen wir mal auf Fenmont und geben das Horn des Einhorns ab. Und kaufen uns besser mal ein paar Heilgegenstände, weil die letzte Mission, die ich abgegeben habe, hat den Bosskampf geendet. Deswegen machen wir das mal lieber. Bin ich doch jetzt wieder ein bisschen paranoid. Wupp, 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 wupp. Vor allem, ob da irgendwie so ein richtig übler Mega-Endboss noch auf uns wartet, wenn wir hier so oft reingegangen sind. So, Fenmont. Da, sehr gut. Wenn irgendwie so 10, 20 Mal gemacht haben oder so. Und da irgendwie so Shadow vorbeigedüst und macht uns fertig. Und du bist die eine von Dingens. Boah, Destiny. Was zum Teufel? Ja, okay, Mint haben wir ja auch getroffen, ne? Genau, Rute. Das ist es. Genau das habe ich gesucht. Danke. Warte mal, wenn du es geschafft hast, dieses Einhorn zu bekommen, dann bedeutet das, du bist eine Jungfrau. Was? Hä? Ach, vergesst es einfach. Wenn wir bei diesem Thema bleiben, höre ich vielleicht noch Dinge, die ich gar nicht wissen will. Bis später. Warte doch mal, wir haben ja noch gar keinen Preis festgesetzt. Du hast gesagt, du wärst bereit, demjenigen ein hübsches Sümmchen zu zahlen, der dir das Horn richtig bringt. Bringt, richtig? Das stimmt, und du weißt, was das heißt. Das heißt, du bekommst den bestaussehenden Galt, den ich besitze. Zugeben, dass wir so eine hässliche Währung haben, nicht wahr? Was? Das ist wohl kaum der geeignete Zeitpunkt, um Wortklauberei zu betreiben, du kleine Betrügerin. Hey, du bist doch hier auch der Erwachsene, oder? Du hättest eben clever genug sein müssen, um zwischen die Zeilen zu lesen. Habe ich jemals einen bestimmten Betrag genannt? Nein. Habt ihr danach gefragt? Nein. Ist das meine Schuld? Nein. Ugh. Das ist doch nur eine Formsache, oder nicht? Hey, jeder macht mal Fehler. Man lernt da aus und schwamm drüber. So ist das Leben. Ihr solltet mir dankbar sein. Jawohl, in Zukunft werdet ihr vorsichtiger sein. Seid froh, dass ich euch für diese Lektion nichts berechne. Nun ja, wenn du es so ausdrückst... Wie bitte? Wir lassen ja das durchgehen. Scheint so. Freut mich, dass wir das regeln konnten. Also, summa summarum. Wäre damit wohl alles gesagt oder nicht? Sehr hübsch. Okay, seit wann mache ich Wortspiele? Das sieht mir gar nicht ehrlich. Ich brauche neue Freunde. Was? Horn eines Einhorns und Bestätigung des Geldfans. Ja, es gibt ja auch ein Kostüm in Grace's F. Da ist irgendwie das Kostüm von der geldgierige Realistin, ne? Also macht es irgendwie Sinn. So, gehen wir mal ab. So, haben wir jetzt eine neue hier? Nö. Verdammt! Und da ist immer noch der Xenobronk-Viech, das wir irgendwann mal fertig machen müssen. Jetzt vielleicht? Nein, okay. Dann. Weiß ich nicht. Das war irgendwie eine der Hauptcharakterinnen aus Destiny, wenn ich mich nicht irre. Ich kenne die ganzen Charaktere auch nur von Grace's F, weil irgendwie das ist, glaube ich, von den selben Machern oder selben Team gemacht, wenn ich mich nicht irre. Hat ja auch viele Elemente vom Destiny eingenommen. Deswegen, ja, kannte ich die von da. So. Dann. Speichern wir mal. Okay, ich möchte mal kurz im Shop reingucken. So, die Sachen, die wir herstellen können. Und da ist ein Shop. Nee, das ist kein Shop.
Dann gucken wir mal, was ich hier so herstellen kann. Nicht viel auf jeden Fall. Hier Naturgewalt und Schutzengel kann ich mir erstellen. Das ist die ultimative Waffe, ne? Oder die hier, ja. Ich würde gerne die haben. Naturgewalt, Schutzengel. Hey, sehr gut. Ja, ich werde aber wahrscheinlich noch sehr viel dafür brauchen. Welche noch? Zeitensturm. Hier. Ja, okay, so. Vor allem die Dinger, diese Salbei-Dinger, die kann man auch irgendwann kaufen. Irgendwo kaufen. Dingens hier. Boah, in der Ferganamine war. Nee, nicht in der Ferganamine hier. Im Satzrapf-Tiefwald. Da ist auch irgendwie so ein Shop, habe ich gemerkt. Der verkauft diese ganzen Kräuter. Also jede Art davon. Ist auch nicht mal schlecht. So. So, dann gucken wir mal, was ich bekomme hier. Ich weiß nicht mal annähernd, was er zeigen könnte. Könnte ja Kostüme vielleicht sein, aber so viele. Also hier so Celsius und also was hier. Große Geist des Eises. Weiß ich nicht. Klingt irgendwie so wie Kostüme. Aber so viele? Mademoiselle Travis. Ex-Ratte, Fame Fatal, Kital Clan. Talia, die Verschleierte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gebe ich mal einen aus. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie oft ich noch reingehen kann. Ob ich da eine begrenzte Zeit reingehen kann, aber ob ich da immer wieder reingehen kann und so. Deswegen gucken wir mal. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie abspeichern und jetzt von jedem Kostüm oder was auch immer das ist. Ich habe mir halt schon irgendwie eingeredet, diese Kostüme. Und ja. Vielleicht sind da auch Fertigkeiten, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich nehme irgendwie was. Ich könnte speichern. Dann könnte ich hier jedes einzelne angucken, bis auf die 50er, Dinger, die ich mir nicht leisten kann. Und ja. Wollen wir mal. Nehmen wir mal das hier, das erste einfach. 30 mal Gold gegen Talia, die Verschleierte eintauschen. Oh, eine Waffe. Diese Waffe wurde von dem Meisterspiel Kalis hergestellt. Je länger du im Kampf verbunden bleibst, desto stärker wird sie. Okay. Ja, der hätte ich mir aber eigentlich denken können. Schlüssel der Kresnik, des Kresnik. Ja, vielleicht sind das sind vielleicht Waffen, ne? Okay, dann habe ich jetzt auch die ultimativen Feuerwaffen, glaube ich. So die, die irgendwie 9000 und so was geben. Und, ja, irgendwie stärker werden, je öfter ich, je länger ich Dingens aus, verbunden bin. Ja, sehr gut. Dann habe ich ja hier wieder alles erledigt und weiß nicht, dann werden wir in der nächsten Folge wieder hier reingehen. Da wird sich jetzt auch nicht viel ändern, habe ich so ein Gefühl. Ich möchte nämlich von jedem Charakter hier irgendwie sehen, ja, was wir da erreichen können. Die Gegner werden immer stärker, kann das sein? Julius Schatten 103, 105. Ja, die werden immer stärker, habe ich so ein Gefühl. Verdammt! Na gut. Aber ich sag, ich mache hier einen Schnitt und in dieser Folge gehen wir wieder hier rein zum ins illusionäre Dunkelheit. In der illusionären Dunkelheit. Ich würde sagen, ich bin im Part hier. Das habe ich gerade schon gesagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.